Und ich will so ein bisschen darauf eingehen, wie das alles läuft. Follow his channel, because this guy is hilarious. Oh, oh shit, Alter. Was ist denn hier los? Oh, Digga, jetzt geht's nach Amsterdam. Digga, die Beauty Queen hat hier gerade 20 Minuten geduscht, Alter. Und jetzt habe ich noch genau 5 Minuten, um mich fertig zu machen. Und das Ganze? Ich denke, das funktioniert, ja. Wir sind jetzt, also in Full HD, sind wir jetzt auf dem Weg im Fahrstuhl runter und dann geht's ab zur Tramhaltestelle und dann ab nach Amsterdam. Ich muss sagen, hier ist ein wunderschönes Licht. Wirklich? Ja, du siehst auf jeden Fall extrem gut aus gerade. Dann müssen wir gleich direkt auf. Aber hier ist wunderschönes Licht. Du siehst richtig gut aus. Oh, dankeschön. Du wirst dich wundern. Ich würde mich sehr wundern wahrscheinlich. Du bist der nächste hübsche Bengel da. Ja. Wir sind Easyboarding. Wir müssen einfach sagen, wir sind Easyboarding. Wir sind doch auch Easyboarding. Easyboarding? Ich sehe mich da. Easyboarding, ne? Wo siehst du dich? Easyboarding. Und wo siehst du dich in 10 Jahren? Mir ist was aufgefallen. Ich steige jetzt gleich in den Flieger und ich musste noch nicht einmal meinen Ausweis zeigen. Ist das nicht komisch? Aber ich wurde auf Sprengstoff kontrolliert, das ist die Hauptsache. Also folgende Situation. Nachdem wir heute Morgen außerplanmäßig 5 Minuten nach dem geplanten Zeitplan das Haus verlassen haben und uns gegen den Zug entschieden haben, weil der Zug erst um 13 nach hier angekommen wäre und wir somit, kannst du einmal rüberschwenken, wegen ihm, weil er nämlich echt einen Koffer aufgegeben hat, hier pünktlich sein mussten, haben wir uns für das Taxi entschieden. Es war ziemlich anstrengend, aber wir haben es dann doch noch zeitig geschafft. Wir sind hier angekommen und haben dann eingecheckt, hatten kein Easy Boarding, deshalb musste ich noch meine Tasche kurz easy aufteilen auf dich, Aaron, und auf den Tobi. Ja, dann wurden wir geboardet, haben uns im Flieger positioniert, hatten wunderschöne Sitzreihe, alle drei nebeneinander, haben uns super auf Amsterdam gefreut. Und dann hat aber irgendwann der Captain durchgesagt, dass der Computer kaputt ist und wir jetzt aussteigen müssen, weil wir ein neues Flugzeug bekommen. Und jetzt stehen wir hier wieder am Boarding Gate und warten auf unser neues Flugzeug. Digga, wer sieht gut aus? Ich sehe gut aus. Du siehst gut aus. Du auch. Pass auf, mach mal so eine richtig, also guck mal nach da. Wenn du mich fühlst, dann musst du dich so richtig sexy umdrehen. Was, wenn ich dich fühle? Wenn du mich fühlst, du denkst, dass ich nah dran bin. Digga, jetzt. Was ist los? Alles gut. Ich sag lieber immer einen Eistee als keinen Eistee. So, willst du mal erzählen, dass jetzt Tag 2 ist und sowas? Das muss man nämlich auch alles okay machen. Also heute ist Tag 2. Leider Gottes hat es mich ein bisschen erwischt. Ich habe auch ziemlich scheiße geschlafen. Ich weiß, das wollt ihr nicht hören, aber es war nun mal so. Ich muss dazu sagen, der Tobias und der Aaron haben zusammen auf einem sehr bequemen, sehr breiten Bett geschlafen, konnten auch Löffelchen machen und haben sich gegenseitig Wärme gespendet. Diesen Komfort hatte ich leider nicht. Ich lag auf einer gefühlt runden Matratze nach oben gewölbt, wo ich entweder nach links oder nach rechts raus aus dem Bett gefallen bin. 40 cm breit das Ding und hart wie Stein. Aber ist jetzt genug geheult. Jetzt ist auf jeden Fall Tag 2. Ich habe mir ein paar Tabletten eingeworfen. Wir waren gerade eben was essen. Wir sind spät dran. Wir sind echt spät dran, weil wir haben jetzt schon nach 3 Uhr. Ab 16:30, 17 Uhr wird es dann schwierig, Fotos zu machen. Wir gehen jetzt hier in der ersten Gasse und gucken mal, ob wir, weil das Licht hier schön reinscheint, ein paar coole Bilder machen können. Aber wir haben schon festgestellt, dass meine Jacke nicht in diese Gasse passt. Das passt irgendwie nicht mit den Steinen hier. Das ich passt find das, nicht. Ich finde es schön. Die sind zu sehr Ton in Ton. Das kommt einfach nicht. Jetzt Tag 2, wir filmen noch ein bisschen, machen ein paar Fotos. Aber ich denke, ansonsten werden wir uns dann heute mehr auf die digitale Arbeit konzentrieren. Das heißt, wir gehen nach Hause, klappen unsere Notebooks auf, arbeiten schon mal am Videomaterial, bearbeiten ein paar Bilder, oder? Machen wir. Auf jeden Fall. Und das ist das Ding für heute. Kennt ihr das, wenn ihr niesen müssen, dann ist der so halb da, weil er will. Aber er kommt noch nicht, ne? Und es ist auch keine Sonne, wo ich jetzt reingucken kann. Oh, Mann, das regt mich richtig auf. Mann, ey! Ne, jetzt ist er weg. Okay. Eine Sekunde. Okay, warte, sag, wenn du soweit bist. Dann mach mal erstmal einen Schluck. Okay, ich bin soweit. Okay. Ah, ihr seid auch wieder da. Grüßt euch. Ich genieße hier gerade meine heiße Schokolade am Tag 3. Heute wollten wir früh aufstehen, haben uns die Wecker auf 8 Uhr gestellt und haben dann aber bis 11 Uhr weitergeschlafen. Sind jetzt draußen, machen ein paar Fotos. Eigentlich so wie an Tag 1 und Tag 2 auch schon. Ja, was? Seriously? Da muss man einfach mal, man kann ja schneiden, Alter. Ja, ja, zum Glück. Wir schneiden das alles. Doch, wir schneiden das. Und ich freue mich riesig drauf, dass ihr das verfolgen dürft. Ich meine, es ist auf jeden Fall, wie sagt man dazu?
Privileg, genau das ist das Wort, was ich gesucht habe. Viel Spaß. Wir müssen das noch 4 Mal heute machen. Ja, das war's schon. Wir schneiden so hart. Wir schneiden das alles. Habe ich den Haken mittlerweile ja gemacht? Ja, bist du die ganze Zeit mit dem Haken da oben rumgelaufen am ersten Tag. Das, was wir insgesamt am Ende rausbekommen wollen, ist so eine Mischung aus zeigen, was wir machen, zeigen, wie sowas überhaupt funktioniert, weil für viele, die auf Instagram unterwegs sind, ist es halt immer noch ein Fragezeichen, wie wir Jungs es schaffen, jeden Tag Bilder rauszuhauen, die aussehen wie von einem Shooting. Ja. Und das war ja auch eine Sache, die, da habe ich mich auch immer gefragt, wie machen die das? Als ich vor 1,5 Jahren damit ernsthaft angefangen habe, habe ich meine ersten Bilder auch immer noch mit dem Handy gemacht. Aber irgendwie war es nie ähnlich, es sah immer ganz anders aus. Und dann dachte ich mir kurze Zeit, okay, vielleicht ist das einfach mein Stil und ich sollte es so weitermachen. Aber irgendwann habe ich halt... Irgendwann habe ich dann einfach angefangen, mich so ein bisschen mit dem Thema Kamera zu beschäftigen. Das hier. Und hab dann herausgefunden, die Leute bewegen sich meistens auf den Fotos. Das heißt, die brauchen eine Kamera mit einer guten Serienbildleistung. Es war von Anfang an klar, ich musste mir eine Full-Frame-Kamera holen. Und ich will so ein bisschen darauf eingehen, wie das alles läuft. Und dann auch mit anderen und auch was da für Arbeit hintersteckt, das Ganze zu schneiden. YouTube, viele Menschen machen YouTube zurzeit, aber da steckt so viel Arbeit hinter, das ist unglaublich. Und das ist einfach, das ist das, was wir jetzt machen. Wir machen das jetzt hier als erstes in Amsterdam. Dann wird es weitergehen nach New York und dann gehen wir weiter nach L.A. Und danach kommt London und dann wird es wahrscheinlich wieder zurückgehen. Also dieses Jahr steht ganz, ganz viel an. Es steht ganz, ganz viel auf der Agenda. Ich werde viel davon mit Tobi zusammen machen, viel davon mit Aaron. Ja. Und das ist halt so das, was wir jetzt hier versuchen zu machen. Und das alles, was noch so nebenbei rauskommt, das heißt an Fotos und an kleinen Szenen und Stories und so, das ist alles on the top. Aber das grundsätzliche Ding ist halt, dass mich YouTube total interessiert und dass ich einfach das, was ich vermitteln will, schon seit einer geraumen Zeit nicht mehr einfach nur noch über meine Fotos transportieren kann. Und jetzt auch meine, ey, du musst mal Bewegtbilder rausbringen. Und ja, das machen wir jetzt. So. Say start, I don't know where to start. Okay, say start. Okay, start. From Amsterdam to Germany, watch his channel, subscribe somewhere. It's gonna pop up somewhere, I don't know where. Subscribe here, keep on tuning in and come back. Follow his channel because this guy's hilarious. Yeah. Fast. Do weiter.